Bereits seit 10 Jahren gibt es die interkulturellen Studierenden, kurz IGUS, an der Uni Magdeburg. Dies wurde zum Anlass genommen, um ausgiebig zu feiern. Am 11. Mai bekamen viele interessierte Besucher die Möglichkeit, in der Festung Mark die kulturelle Vielfalt der verschiedensten Nationen kennenzulernen. Die Studierenden internationaler Herkunft stellten ihre Heimat an über 20 Pavillons vor. Neben kulinarischen Köstlichkeiten, die sich die Besucher sichtlich schmecken ließen, bekam jeder die Möglichkeit, seinen Namen in asiatischer Schriftkunst mit nach Hause zu nehmen. Für ausgelassene Stimmung sorgten die exotischen Tänze und traditionellen Instrumente. Ich möchte euch bitten, nur anfangen, die Hände zu klatschen. Alle zusammen. Bei dieser Musik hielt es niemanden auf seinem Platz. Und alle feierten mit bei diesem internationalen Fest.